dauert Jahre, bis man das Vertrauen der Rocker gewonnen hat. Polizei und Behörden haben auch immer sehr intensiv beobachtet, was ich gemacht und geschrieben habe. Das ist diplomatisch, ja. In anderen Szenen musste man eine Krawatte tragen, das gehörte auch zum Benehmen dazu. Und wer es nicht gemacht hat, der kam in die Gemeinschaft nicht rein. Ja, die denken sich nichts dabei, die finden, das ist schick. Prompt habe ich den Staatsschutz an der Backe gehabt. Geht ganz fix. So, herzlich willkommen. Der René hat heute ausnahmsweise mal wieder frei, weil er musste kurz Platz machen für Michael. Und jetzt fragt ihr euch, wer ist Michael? Gut, einige werden sein Gesicht kennen. Denn wir hatten beim letzten Podcast den Begriff Motorradgang zur Erläuterung hingeschmissen bekommen und konnten damit nicht so richtig was anfangen, sind dann ganz schnell bei den Rockern gelandet. Aber dann haben wir uns gesagt, naja, gefährliches Halbwissen und völlige Selbstüberschätzung ist ein gefährliches Rezept. Wir brauchen zum Thema Rocker einen Fachmann. Und deswegen begrüße ich heute hier Dr. Michael Alsdorf, der, ich glaube, 16 Jahre lang Chefredakteur bei der Bikers News. Wir können auch 20 Jahre rechnen, formal, glaube ich, sind es 16 Jahre gewesen, ja. Weil du auch noch als normaler Redakteur. Ich war vorher normaler Redakteur, leitender Redakteur, das sind ja alles so fließende Übergänge gewesen und insofern komme ich schon locker auf über 20 Jahre, die ich die Funktion eines Chefredakteurs hatte. Ja, das muss man erstmal machen. Leider gibt es ja die Zeitschrift nicht mehr. Der Huber Verlag ist, wann ist er insolvent gegangen? 2017, 2018? Der ist 2020. 2020 erst. Ist unser Verlag. Ich habe da, für mich ist das schon viel länger her. Gefühlt ist es das für mich, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl von Raum und Zeit verloren. Ja. Und dann erstmal tatsächlich, also auch einem Chefredakteur kann es passieren, dass er schlichtweg arbeitslos ist und dann Anträge für Arbeitslosengeld stellen muss und in irgendwelche Programme reingerät. Auch die Laufbahn habe ich hinter mir. Also aber das hat sich ja nun auch wieder erledigt. Das hat sich inzwischen erledigt. Wir sind ja im Huber Verlag schon, zumindest wir Redakteure, eine recht große Familie gewesen. Und das hat man bemerkt, ja. Es war eigentlich ziemlich klar, einigen Kollegen von mir ist es gelungen, einige Zeitschriften wieder zum Leben zu erwecken, also zumindest die Labels zu retten, die Namen zu retten und die Archive, das sind die Custom Bike und die Dream Machines, also das Harley Magazin und das Magazin für die umgebauten Motorräder und jetzt bin ich der Chefredakteur des Harley Magazins, also von Dream Machines. Weil der Heinz Christmann, der das bis jetzt gemacht hat, ist in Ruhestand gegangen. Richtig, ne? Der Heinz Christmann ist in Ruhestand gegangen, der hat 23 Jahre lang die Chefredaktion von Dream Machines gemacht, das ist ziemlich genau die gleiche Zeit, in der ich im Huber Verlag die Bikers News gemacht habe. Ja, also man kann sagen, eine hohe Fluktuation hattet ihr damals nicht und ich glaube auch hier jetzt, also Katharina ist ja dabei, dann muss, schöne Grüße übrigens, dann natürlich auch an Ralf und an Carsten und an Christian, richtig, die weiterhin mit dabei sind. Der Verlag nennt sich ja jetzt nicht mehr Huber Verlag, sondern Garage. Wir sind jetzt Garage 21 für die Jahreszahl der Gründung der Garage, ja. Jahr 2021 und sitzen in Hockenheim. Ja, also in Michael habt ihr auf jeden Fall hier den Fachmann, wenn es um das deutsche Rockertum geht, sage ich jetzt mal. Also du hast ja so viel Sachen miterlebt, weil wenn man eine Rockerzeitschrift macht, dann ist man nicht einfach Chefredakteur in seinem Kämmerlein. Man hat ja einen Wahnsinnskontakt, manchmal auch, ob man will oder nicht, zur Szene, weil da gibt es ja auch mal Rumore und so weiter. Aber wir wollen heute eigentlich erstmal aufklären. Wir haben viele Zuschauer, die meinetwegen 16 jetzt ist gerade sind, oder vielleicht sogar noch jünger, sagt ruhig Bescheid. Die haben Rocker sicherlich mal gesehen, aber ich denke mal, das Wissen um Rocker oder was tatsächlich passiert ist, das ist schwer zu greifen. Weil in den Boulevardmedien wird es dann doch immer etwas anders dargestellt, als es tatsächlich ist. Das ist ganz sicher der Fall. Die Boulevardmedien sind da das falsche Medium, wenn man wirklich was über Rocker wissen will. Man muss in diese Szene reinkommen und man braucht sehr lange, bis man wirklich in dieser Szene drin ist. Also es dauert Jahre, bis man das Vertrauen der Rocker gewonnen hat. Du musst uns jetzt aber ganz flott da reinbringen, damit wir am Ende der Sendung nicht sagen können, dass ihr euch so flott wie möglich jetzt haben wir so ein bisschen Überblick, wie geht das alles und auch so diese ganzen Bezeichnungen, die es gibt, da sollten wir drauf eingehen, ja? Was ist ein One-Percenter? Das habe ich in einem Podcast schon mal als Fachbegriff tatsächlich erklärt. Aber ich höre mir das auch gerne aus deinem Munde nochmal an. Und dann diese ganzen Geschichten, die Abkürzungen, die Zahlenkombinationen, dass du da mal auch so ein bisschen Licht reinbringst. Ich hoffe, dass wir in einer Stunde schaffen. Dann muss da nicht alle.
Wir werden noch einen zweiten Teil machen. Jetzt in Teil 1, wie gesagt, was sind Rocker? Und du hast zu diesem Thema ja nicht nur ein Buch geschrieben, aber dein neuestes ist Auf heißem Stuhl im Rockerkrieg. Richtig, das war ein Buch, da hatte ich die Gelegenheit, nach der Insolvenz unseres Verlages mal alles das zu schreiben, was wir in der Zeit von Bikers News nicht schreiben konnten. Wir haben ja so viel erlebt und wir haben in der Zeit von Bikers News immer davon geträumt, dass es mal einen Tag gibt, an dem wir eine letzte Bikers News schreiben könnten, in der wir endlich alles das schreiben, was wir in den ganzen Ausgaben vorher nicht schreiben konnten. Nun wussten wir von der letzten Bikers News nicht, dass es die letzte werden würde, da hatten wir also nicht die Gelegenheit, so habe ich dann die Gelegenheit nach der Insolvenz genutzt und habe dann alles ausgepackt. Oder nicht alles ausgepackt, es bleibt immer noch einiges bei mir, alleine was die Clubnamen betrifft oder einige Täter oder einige Subjekte des Handelns, würde ich die lieber auch heute noch nicht nennen, weil die ja wirklich auch von Polizei und Behörden sehr intensiv beobachtet werden und Polizei und Behörden haben auch immer sehr intensiv beobachtet, was ich gemacht und geschrieben habe und das hilft nichts. Als Pressemann habe ich da sowas, kann ich den Quellenschutz in Anspruch nehmen und kann ich bei einigen Leuten und bei einigen Clubs durchaus auch sagen, deren Namen nenne ich nicht. Aber was alles so Bikers News widerfahren ist und was ich hinter unseren Kulissen abgespielt habe, das habe ich alles schreiben können. Der Witz ist, ich habe das Rohmanuskript tatsächlich den Clubs, also den betreffenden wichtigen großen Clubs gegeben. Also die durften auch mal raufgucken. Das hatte ich jetzt nicht als Zensur verstanden, sondern wirklich, ich wollte diesmal, dass diesmal sachlich alles wollte richtig ist. Wollte ich gerade sagen, die Sachverhalte richtig dargestellt sind. Und es sind ja auch Reporter von uns verhauen worden. Wir standen ja teilweise sehr, sehr, sehr stark unter Druck und gerade in diesen Zeiten des sogenannten Rockerkrieges. Das sind alles Geschichten. Deine Nase ist aber sieht gerade aus. Also die Nase sieht gerade, ihr seht, man kann in der Rockerszene auch über 20 Jahre lang überleben. Man muss sich irgendwie noch richtig benehmen. Ich weiß selber genau nicht, was da der Trick war. Ein Kollege von mir hat mal gemeint, ich würde Welpenschutz genießen. Vielleicht ist mein Glück, dass ich ein recht schmächtiger Mann bin und sich niemand an mir messen will. Vielleicht war das das Geheimnis. Das würde ich nicht sagen. Ich habe auch Leute gesehen, die sich einfach daneben benommen haben. Das kann man allerdings. Und die waren auch nicht groß und die haben trotzdem eine gelangt gekriegt. Aber das sieht man dann ja auch als Außenstehender. Du siehst ja durchaus, wenn du im Clubhaus bist oder in einer Kneipe oder in einer Bikerbar, es sind Rocker da und es gibt immer irgendwelche Gestalten, die es drauf anlegen. Die wollen es tatsächlich probieren. Und dann siehst du ihn eigentlich schon von außen, wenn du zuguckst, der legt es drauf an. Der will jetzt irgendwie eine Auseinandersetzung haben und der kriegt sie dann natürlich auch. Kannst du haben. Gut, das Buch, das nehmen wir aber, oder beziehungsweise den Rockerkrieg auch, das machen wir in Teil 2. Jetzt machen wir erstmal so die Einführungsrunde und du weißt ja auch geschichtlich eine ganze Menge. Die Rocker gibt es ja nicht erst seit 1970. Richtig. Sondern viel, viel früher schon. Da hat mich das mal batz erstaunt, gerade in den USA. Es gibt da so einen gewissen Wettstreit. Das Problem ist, es ist eine Subkultur, diese Rockerszene. Also es sind keine Beamten, es ist keine Behörde, es gibt keine offizielle Geschichtsschreibung. Wenn irgendwo es mal was gibt, was Quellen sind, die wir so als Historiker brauchen würden, die was Belegbares zeigen, dann sind das vielleicht Szenemagazine, in denen nimmt man die Dinge auch nicht besonders ernst, also in denen schreibt man auch nicht alles wirklich nieder, will heißen, vieles ist Legendenbildung und vieles ist historisch gar nicht wirklich gesichert. Was der Fall ist, ist die Legende, dass im Wesentlichen diese Rockerszene, die wir im deutschen Rockerszene nennen, in Amerika nennt man sie eher Patchholder oder MC-Szene, sich nach dem Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen ausgebildet hat. Also Hells Angels und so weiter haben ihre Gründungsjahre alle Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre ging das los. Die Outlaws zum Beispiel legen Wert darauf, dass es sie schon seit den 30er Jahren gibt. Diese haben sich in Chicago gegründet, die Hells Angels kommen aus Kalifornien, sind verschiedene Gegenden. Es gibt dann teilweise auch Fotos, die kann man aber möglicherweise verbindlich auch nicht zuordnen. Wesentlich würde ich jetzt sagen, der große Hype, der ist nach dem Zweiten Weltkrieg losgegangen. Es korreliert ja mit der Ausbildung von Subkulturen, von Protestkulturen und so weiter. Das hat sich ja alles nach dem Zweiten Weltkrieg ausgebildet. Obendrein, Rockerszene ist ja eine Männerszene. Zumindest sagt man, und es passt ganz gut in die Geschichtsschreibung, dass viele von denen schlichtweg im Zweiten Weltkrieg im Krieg waren als Soldaten. Dort haben sie die Gemeinschaft, die Bruderschaft, die Kameradschaft erlebt, sind ins Zivilleben zurückgeworfen, haben da keinen Platz mehr gefunden und haben dann angefangen, sich weiter zu organisieren oder sich zusammenzuschließen, dann auch in Motorradclubs oder in Rockerclubs. Muss jetzt nicht zwingend stimmen, aber passt zumindest ganz gut und passt zumindest in die ganze gesellschaftliche Entwicklung, die nach dem Zweiten Weltkrieg sich ausbildete. Das habe ich auch an anderen Stellen schon so gelesen und auch, was du sagtest, dass auch die ganzen Legendenbildungen, auch Fotos
Können wir auch Hollister wieder als Beispiel nehmen. Hollister ist das bekannteste Beispiel. Hollister ist eigentlich die größte und die wichtigste und die stilbildendste Legende der Motorradclubs und der Rockerclubs überhaupt gewesen. Da kommt ja das 1%-Symbol her und es kommt vieles her, was die Rocker von sich selbst verstehen und was sich an ihnen ausgebildet hat. Aber dieses Foto, was da ja wirklich um die Welt ging, von dem Rocker, der mit den Bierbuddeln unter seinem Moped da völlig besoben, also das haben ja nachher sehr viel später, ich glaube, wann war das, in den 90ern oder in den 2000ern erst, haben zwei Journalisten das Ganze nochmal richtig nachrecherchiert und haben festgestellt, es war ein gestelltes Foto, dem Typen gehörte die Karre gar nicht. Das haben wir im Prinzip, also ich weiß nicht, ob es noch andere Journalisten gibt, aber tatsächlich Bikers News, Doc Baumann hat das damals auch gemacht und der Maurus Morawiewicz, der auch zu unserem Huber Verlag damals gehörte, also es war die Generation der Reporter vor mir im Bikers News. Die haben es zumindest auch festgestellt. Man muss dieses Foto sich nicht lange angucken. Es zeigt ja nicht wirklich einen Rocker, es zeigt einen etwas dicklichen, unförmigen Menschen, der auf einem Motorrad posiert. Und diese ganze Szene ist schon sehr inszeniert. Also es sitzt jemand auf dem Motorrad, posiert dort, hat die Bierflasche in der Hand. Unten sind ein paar zerschlagene Bierflaschen auf dem Boden, aber es liegen auch sauber aufgereihte Bierflaschen auf diesem Boden. Also dieses Bild, die sind wirklich hingestellt, diese Bierflaschen. Ja, weil es sind dann ja auch Fotos rausgekommen, die kurz vorher aufgenommen wurden. Wo noch also so gut wie gar nichts da rumstand. Und dann wurde anscheinend gesammelt und extra durch die Gegend geworfen und ein bisschen was kaputt gemacht. Man kann es zumindest so ausdeuten. Auch sieht man Figuren im Hintergrund, die ziemlich unbedroht und unbeteiligt aussehen, die einfach nur in die Kamera lächeln. Das weiß man auch, das war der örtliche Kinobetreiber oder sowas. Oder der Vorführer vom Kino. Also der hat einfach nur geguckt, der sieht schlichtweg genau so aus wie jemand, der zuguckt, wenn da gerade ein Foto gemacht wird. Jo. Also das ist alles andere als bedrohlich. Aber dieses Bild von diesem betrunkenen Biker auf dem Motorrad mit den zerdepperten Bierflaschen schaffte es dann ins Live-Magazin, glaube ich, als Titelbild und ist entstanden in den Unruhen 1947 in Hollister, in Kalifornien, ein kleines Städtchen. Dort gab es alljährlich Biker-Treffen, da haben sich dann Motorradfahrer getroffen und ihre Achten gedreht auf der Straße. Was dann da tatsächlich historisch passiert ist, war eigentlich nicht besonders viel. Das waren ein paar Wirtshausschlägereien, die haben sich allesamt betrunken. Zufällig waren Reporter vor Ort. Die Schlägereien, die waren vielleicht zumindest groß genug, dass irgendwie so ein paar Dutzend Polizisten herbeigerufen werden mussten. Das Ganze wurde fotografiert und das hat es in die Medien geschafft. Das hat dann dafür gesorgt, dass Biker diesen schlechten Ruf bekommen haben. Und das hat dafür gesorgt, und jetzt fängt es an, historisch in der Quellenlage etwas kompliziert und etwas komplex zu werden. Ich will da nicht zu weit ausholen. Es heißt, dass dann anschließend die American Motorcycles Association, also die AMA, was so ein Rennsportveranstalter, auch vielleicht so eine Art ADAC für Motorradfahrer ist, es heißt, dass die anschließend gesagt hätten, um die Öffentlichkeit zu beschwichtigen, dass nur 1% aller Motorradfahrer gewalttätig oder gewaltfreudig sei. Es gibt da auch verschiedene Formulierungen, disruptible und repetitive oder ich weiß es nicht. Es sind zwei, drei englische Begriffe, die auch dicht beieinander liegen, die es in verschiedenen Formen gibt. Auch diesen Begriff, der Begriff Hoodlums, der kommt auch noch drin vor, also was so Rumtreiber sind oder Rabauken, kann man so jetzt schwer übersetzen. Dieser Versuch, die Öffentlichkeit zu beschwichtigen und nur zu erklären, dass nur 1% der Biker gewalttätig wäre, führte dann dazu, dass die Hells Angels und einige andere Clubs einige Zeit später das gelesen haben und sich dachten, das ist jetzt ja sehr komisch, dann sind wir doch dieses 1%. Wir sind die Leute, vor denen Mutti uns mal gewarnt hat. Richtig. Und dann beschlossen die, gewissermaßen eine ironische Umkehrung der ganzen Angelegenheit, sich dieses 1%-Logo zuzulegen. Sonny Barger, der berühmteste aller Hells Angels, hat sich dieses Logo, diese 1% in einer rauten Form auch noch auf den Arm tätowieren lassen. Und damit ist dieses Symbol berühmt geworden und damit ist der Begriff 1%er und 1%er berühmt geworden. Ja, also das 1% an Rockern, die gewaltbereit sind. Ich würde jetzt gewaltbereit jetzt wieder vorsichtig sein, weil ich weiß, Staatsanwaltschaft hört jetzt auch wieder mit, aber da sollte man sich mal genau durchlesen, was in den Originaltexten für Begriffe verwendet wurden. Das hat jetzt nicht zwingend, das würde ich jetzt nicht mit gewaltbereit übersetzen. Dadurch, dass es da mehrere Begriffe gibt, werden wir da nie was Verbindliches finden. Da bin ich jetzt
nicht reizbar, aber da bin ich ziemlich genau. Ich habe das ziemlich genau recherchiert und habe festgestellt, dass zerfasert sich in so viele verschiedene Quellen, die alle ineinander wirken. Und das wird dann ja am Ende so eine Geschichte, weil die so wunderbar klingt, die auch so sich selbst weitererzählt. Je länger man recherchiert, umso mehr Varianten der ganzen Geschichte findest du. Es gab am Ende sogar noch eine Version von den Outlaws, die auch noch dazu kam. Und die ganze Geschichte ist dann noch älter. Also das findet kein Ende, wenn man anfängt, das zu recherchieren. Und man stellt am Ende nur fest, manchmal bilden Legenden sich eben einfach, weil sie so gut passen. Und wenn heutzutage dieses 1% Logo getragen wird, kann das zumindest jeder einigermaßen richtig ausdeuten. Ja, da gibt es aber ja auch noch eine ganze Menge andere. Da gibt es eine ganze Menge andere Symbole, oder? Ja. Die man dann auch jeweils, also ich meine, man kann zu jedem Symbol eine Menge erzählen, aber in der Regel ist doch jedes Symbol in irgendeiner Weise mit einer Bedeutung belastet und dann kann man noch viel dazu erzählen. Man weiß, also zumindest sollte jeder wissen, was das heißt, das ist 1% Symbol. Das kann man ja im Prinzip auch im Supermarkt, ich glaube, habt nicht sogar ihr von Louis dieses 1% Logo auch mal vertrieben? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, weißt du es? Ich kann mich noch erinnern, das war aber allerdings auch noch vor meiner Zeit. Das muss so Ende der 70er, Anfang der 80er gewesen sein. Das war nicht das 1% Logo, sondern das war schlicht und ergreifend der Totenkopf mit den Flügeln. Da gibt es noch sehr viele andere Symbole, die alle dann wieder ähnlich sind. Richtig, es geht ja alles weiter. Das ist ja die Ironie in der ganzen Rockergeschichte. Zum einen sind das gefürchtete Leute, aber zum anderen bedienen sie ja gleichzeitig wirklich alle bürgerlichen Fantasien und nicht nur alle bürgerlichen Ängste, sondern auch ihre Wünsche. Mit anderen Worten, jeder will ja irgendwie auch wie ein Rocker sein oder Rocker zu Freunden haben oder will vielleicht irgendwie so aussehen. In eurem letzten Gespräch habt ihr das ja genauso erzählt. Ne? Ihr habt euch auch damals die Jeanswesten zugelegt und die mit Aufnähern und Patches versehen, weil ihr dachtet, so sehen Rocker auch, so wollen wir auch aussehen. Dass sich da dann natürlich auch noch ein Markt ausbildet, das ist nun mal so in unserer freien Wirtschaft. Wobei in meinem Fall muss ich korrigieren, war das nicht, weil ich dachte, so sehen Rocker aus, sondern zum einen sah es über der Lederjacke cool aus. Richtig. Aber ich habe auch erzählt in dem Podcast, dass da hinten AC/DC drauf stand. Richtig, und Angus, das ist noch die Heavy-Metal-Szene, die hat ja auch diese Kutten. Richtig. Genau, und Bon Scott, der Sänger von AC/DC, der ist ja auch immer allerdings mit freiem Oberkörper, was auf dem Moped dauerhaft nicht so gesund ist. Und dann in der Jeansweste auch abgeschnitten, also nicht diese mit den schmalen Schultern, sondern wirklich eine Jeansjacke, genau da, wo die Ärmel angenäht sind, abschneiden, ausfransen. Glaube ich auch diese anderen Jeansfesten, das sieht aus wie Heinwuppdig, also das kann sie nicht machen. Ja, das ist die sogenannte Sleeveless Denim West, so hat man das dann genannt, wo der in Kalifornien erfunden ist, naheliegend. Es ging wirklich darum, wie man seine Abzeichen tragen kann. Da unten in der Gegend ist es ziemlich heiß und dann man bei einer Jeansjacke die Ärmel abgenäht hat, konnte man die auf der nackten Haut auf dem Oberkörper tragen, ohne dabei groß ins Schwitzen zu kommen. Bei uns bevorzugt man ja inzwischen eine Lederweste. Wollte ich gerade sagen, Jeans habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Sieht man sehr selten, ist aber im Zuge der ganzen Hipster und der ganzen Retro- und Vintage-Bewegung sind auch Jeanswesten wieder groß im Kommen gewesen in den letzten Jahren. Aha. Kannst du mal sehen. Lass mal so ein paar Buchstabenkombinationen, die man ja immer, wenn man denn mal einen Color sieht, da kommen wir ja auch noch zu, komischerweise gibt es ja oft Clubs, die ihr Color nicht zeigen oder zeigen dürfen. Ja gut, das ist eine eigene Geschichte. Ich denke, das machen wir dann vielleicht. Oder willst du es jetzt schon? Nehmen wir auch in Teil 2. Okay. So, aber wenn man da mal sowas sieht, bleiben wir mal bei den Angels. Die 81, wenn die irgendwo steht oder so, das sind halt Buchstaben. Das ist ja nun wirklich das Allereinfachste. Das ist ja so das Problem an diesen Geheimsymbolen, an den sogenannten Geheimsymbolen. So geheim sind sie gar nicht und so kompliziert sind sie gar nicht. Das sind der achte und der erste Buchstabe des Alphabets, H und A für Hells Angels. Genau. Das kann man dann weiter dichten. Ne? Zum Beispiel der Gremium MC fängt mit G an, dessen Zahl ist die 7. Ja, oder auch Buchstabenkürzel. AFA ist natürlich das aller einfachste. Angels Forever Angels. Das ist tatsächlich dann, hat auch in anderen Clubs sich dann verbreitet. Auch die müssen zugeben, die Hells Angels haben es erfunden. Ne? Das gleiche gibt es bei den Outlaws, OFFO. Bei den Bandidos gibt es auch. Bei den Bandidos gibt es auch BFFB, aber da heißt es Bandidos Forever Brothers. Richtig. Na, da weißt du doch schon alles, warum sitzen wir denn überhaupt hier? Aber die Freeway Riders, wollen wir die Freeway Riders noch nehmen? Die haben das auch. Ja, schieß los. Heißt es nicht, die haben nämlich FF, also EFIF. Und das heißt einmal Freeway, immer Freeway.
Die haben wirklich Wert drauf gelegt. Das ist ein Club, der sehr viel auf seine deutsche Geschichte und Identität Wert legt. Und deswegen ist bei denen sehr viel in deutschen Begriffen auch, dass FF ist was Deutsches. Einmal Freeway, immer Freeway. Liege ich richtig mit der Einschätzung, dass von den großen Clubs, also jetzt wirklich Bundesliga, dass da die meisten wirklich ihren Ursprung in den USA haben? Die großen Clubs zumindest hier in Deutschland, also wir haben ja hier in Deutschland, soweit man das heute jetzt noch so einschätzen kann, nach Corona und nach den Colorverboten und so weiter, ist die Lage ja immer noch ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen unübersichtlich. Aber es gibt zumindest vier große Clubs, die hier in Deutschland unter staatlicher Beobachtung sind und unter Beobachtung der Staatsanwälte und der Polizei, also unter deren besondere Aufmerksamkeit genießen. Das sind drei von denen sind vom amerikanischen Ursprung. Das sind die Outlaws, die Hells Angels und die Bandidos. Und Gremium ist glaube ich, deutsch. Und der vierte Club ist der Gremium MC und das ist ein ursprünglich deutscher Club. Wobei diese Ursprünglichkeit, ne, also gerade die amerikanischen Clubs, kommen ja wiederum, die Chapter und die Member kommen ja von irgendwo her, die kommen ja selbst nicht aus den USA, will heißen, gerade bei Hells Angels, Bandidos und Outlaws haben alle in der Regel eine Club, oder zumindest die aus den ersten Jahren, haben alle in der Vergangenheit in großen anderen Clubs gehabt und das waren dann meistens deutsche Clubs. Bleiben wir nochmal bei den Begrifflichkeiten. Die verschiedenen Filialen, sage ich jetzt mal, so wie wir Filialen haben. Ortsgruppen, Chapter, Charter. Genau, bei den Angels heißt es Charter. Richtig, ja. Ist jetzt nicht viel unter. Charter ist eigentlich, wenn man es ins Deutsche übersetzen wollte, sowas wie eine Lizenz, wie eine Genehmigung, dass man den Namen tragen kann, während ein Chapter ist ein Kapitel, also das kommt diesem Begriff Ortsgruppe, also der in sich abgeschlossenen Einheit sozusagen näher. Meint beides das Gleiche, Chapter und Charter, aber da muss man immer aufpassen, bei den Hells Angels heißt es Charter. Der Django von den Hells Angels hat auch immer sehr Wert drauf gelegt, dass es der Charter heißt und nicht das Charter. Es ansonsten natürlich beim Chapter das Chapter heißt. Müsste man jetzt wieder gucken im Englisch-Wörterbuch, welches Geschlecht dieser Begriff hat und dann die große Frage, übernimmt man diese Geschlechtlichkeit dann ins Deutsche? Wie gesagt, der Charter, das Chapter. Jetzt habe ich auch gerade was gelernt, muss ich, weil ich habe nämlich auch, habe ich das Charter? Ja, ich habe das Charter. Ja, machen viele, habe ich in meinem Buch auch so geschrieben und ich habe aber darauf hingewiesen, dass es einige bei den Hells Angels gibt, die Wert drauf legen, dass es der Charter heißt. Wenn ich jetzt tatsächlich mich entschließe und ich sage, ich habe da Bock drauf. Ich möchte in so einen Club. Da gibt es ja unterschiedliche Wege, aber es gibt es auch bei vielen ganz stringenten. Also bei den namhaften Clubs, glaube ich, wirst du erstmal, wenn du Glück hast, Hangaround. Richtig. Der stringente Weg ist der eigentlich für alle Männergemeinschaften gilt. Das ist ja in Mönchsgemeinschaft oder in studentischen Verbindungen nicht viel anders. Es gibt da eine Hierarchie, eine Ordnung, auch eine zeitliche Laufbahn, in die man durchläuft. Ne? Bei den Mönchen ist man anfänglich Novize, da ist man auch nicht gleich Mönch. Bei den Studenten ist man anfänglich Fuchs, da ist man nicht gleich eine Angehörige einer Verbindung. Und so ist es bei den Clubs ähnlich. Der Hangaround ist gewissermaßen, oder der Supporter, vielleicht die allererste Stufe ist der Supporter, das ist derjenige, der einen Club einfach unterstützt in irgendeiner Weise, der mit irgendeinem Aufnäher oder sowas bekennt, dass er für diesen Club sympathisiert, das ist der Supporter. Gibt es nicht auch Supporter-Clubs? Es gibt dann wiederum Supporter-Clubs, das haben die Clubs im Zuge des sogenannten Rockerkriegs eingeführt, das ist tatsächlich eine deutsche Erfindung, die Ende der 90er Jahre, beziehungsweise Anfang des dieses Jahrtausends eingeführt wurde. Da haben die Clubs sich wiederum, also die großen Clubs, Outlaws, Hells Angels, Bandidos, Gremium, sich Clubs zugelegt, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es haben sich Clubs gebildet, die öffentlich mit ihren Abzeichen bekennen, dass sie sich dem Gremium MC oder dem Outlaws MC oder dem Hells Angels MC zuordnen. Das waren dann die Supporter-Clubs. Die haben nicht ganz so strenge Regeln. Man musste dort zum Beispiel keine Harley fahren, um Mitglied zu werden. Und man hat ein bisschen mehr Freiheiten jetzt im weiteren Sinne, wenn man das jetzt über den Begriff Freiheit, werden wir ja sicher auch noch reden. Aber da gibt es bei diesen Supporter-Clubs ein bisschen mehr Freiheiten, mehr Möglichkeiten. Und deswegen haben alle Clubs sich das zugelegt seinerzeit. Gut, indirekt vielleicht aber auch wieder mehr Mannschaftsstärke zu kriegen? Natürlich hat das damals auch was mit Manpower zu tun gehabt. Das ist ja natürlich das große Problem gewesen in diesen Jahren zu Anfang des Jahrtausends.
damals waren Rocker allesamt ja alte Leute inzwischen, ne? Und auf einmal mussten die wieder ins Gefecht ziehen. Und da haben die natürlich sehr schnell geschaut, wo können sie jetzt neue Leute gewinnen und kann man nicht ganz sofort über Nacht Hells Angels Bandido oder Outlaw werden. Als Supporterclub kann man schneller werden und dann gehört man Prozessbeschleunigung ist auch da. Das könnte dann in dem Fall auch so ein bisschen den Prozess beschleunigen, beziehungsweise da kann man sich die Leute dann schon mal genauer angucken und schauen, wie die Freundschaft sich festigt möglicherweise, oder man kann auch leichter wieder aussteigen. Insofern haben diese Supporterclubs natürlich auch sehr viel mit dem Thema Manpower zu tun gehabt. Da kam dann natürlich noch vieles weiteres dazu, die ganzen Gangs, Streetgangs, Migrantengangs und so weiter. Ist aber jetzt noch ein eigenes Thema. Wir wollten eigentlich immer noch über die Laufbahn reden, wie man Rocker wird. Ich glaube, das war deine allererste Frage. Ja, ich dachte, ich lasse dich mal ein bisschen laufen, aber ich hätte dich jetzt auch abgewürgt, weil das wollten wir, das gehört eigentlich in Teil 2, was du da gerade... Ne, deswegen, wir wollten jetzt bei diesem Thema vielleicht dann erstmal bleiben. Gut, also Supporter gewissermaßen war die erste Stufe. Als Hangaround bist du dann schon, gehörst du gewissermaßen, hängst du mit dem Club rum, bist du dann schon ein bisschen dichter dran. Also da wird schon darüber entschieden, was, wie die Aufnäher auf der Kutte aussehen, die du trägst und was da draufsteht und so weiter. Als Supporter kannst du dir einfach Support 81 oder sowas raufmachen. Also zum Beispiel dann für die. Aber ein Hangaround wird noch nicht das Color haben. Der Hangaround hat natürlich noch nicht das Color. Das Color ist ja das Rückenabzeichen hinten drauf und das gibt es erst ganz, ganz, ganz zum Schluss. Und ich glaube, der Hangaround hat hinten in der Regel auch noch nichts drauf, aber nur vorne ein Brustpatch. Aber das unterscheidet sich bei den vielen Clubs dann. Der nächste, der dann wirklich hinten was drauf hat, das ist dann der Prospect. Der Prospect, ja. Prospective Member oder wie auch immer man das, also da kommt dieser Begriff her, also voraussichtlich Mitglied, deswegen Prospect, dieser Begriff, der hat tatsächlich hinten auch schon Teile des Rückenabzeichnens drauf. Aber nicht das Color, will heißen nicht das Mittelsymbol, was bei den Hells Angels dann zum Beispiel der geflügelte Totenschädel wäre und bei den Bandidos der dicke Mexikaner mit der Machete und der Pistole in der Hand, das ist das eigentliche Center Crest, das Logo des Clubs, das trägt er noch nicht, sondern er hat nur die Umrandungen drauf, also die Top- oder Bottom-Rocker. Ne? Dieser Begriff Rocker hat ja eine ganz andere Etymologie, eine ganz andere Bedeutung. Rocker ist halt sowas Wippenförmiges, also das sind diese runden Schriftzüge und von denen hat er was hinten drauf. Auch bei jedem Club ein bisschen anders als Prospect und dann folgen erst nach der Prospect-Laufbahn, die so mindestens ein Jahr dauert, meistens länger, dann folgt irgendwann die Übergabe des kompletten Rückenabzeichens. Auch da kann es bei den Bandidos so sein, dass man da nochmal, bevor man dann vom Prospect zum Bandido-Member wird, erstmal noch das Patch Probationary Bandido, also voraussichtlich Bandido, trägt. Also hier haben wir sehr feine Abstufungen. Ja, man muss ja auch Karriereleitern vorbereiten, ne? Ja, ich finde das jetzt gar nicht so lächerlich und nicht so verwerflich. Nee, das meinte ich jetzt auch gar nicht. Wir müssen uns, wirklich, wie im Geschäftsleben. Also es, ob jetzt Geschäftsleben oder eben die klassischen Männerbünde, es sieht überall ziemlich ähnlich aus. Und überall gibt es dann auch die Initiationsrituale, also das, was man dann für die Mitgliedschaft sozusagen noch in irgendeiner Weise durchzustehen hat. Bei den Bundeswehr oder bei den Fallschirmjägern oder sowas muss man, glaube ich, Sprengstoff fressen oder zumindest eine bestimmte Menge und so weiter. Da gibt es je verschiedene Bräuche, ne? Und Ich rede da jetzt gezielt von anderen, um klarzustellen, da wird... Das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist nichts Ungewöhnliches und das ist was, der Ritterschlag, den es mal im Mittelalter gab, dieses berühmte zum Ritterschlagen, das ist ja gewissermaßen die letzte Erniedrigung, die du nochmal, bevor du Mitglied der Gemeinschaft bist, noch einmal ertragen musst. Da kommt ja dieser Ritterschlag her. Oder bei den Theologen bzw. bei den kirchlichen Amtsträgern ist es die Proskynese. Das ist dieses Hinlegen auf dem Boden, dieses Niederknien, also sich noch ein letztes Mal erniedrigen, bevor man Priester wird zum Beispiel. Ne? Dann übt man die Proskynese. Will heißen, man legt sich hin auf den Boden, du erniedrigst dich so weit du kannst selber freiwillig. Und wie lange dauert das denn? Musst du dann ein Jahr liegen bleiben? Oder? Nö, das ist dann meistens nur ein kurzes Gebet oder sowas, was dann gesprochen wird. Ja, keine Hürde. nochmal zurück zum Hangaround. Nochmal ganz zum Anfang, bitte. Richtig. Ist es tatsächlich so, dass die Hangarounds, sage ich mal, zur Verfügung stehen müssen, für Niederarbeiten, als Chauffeur und sonstiges? Ist das in den Clubs
stringent so? Also oder eigentlich müssen sogar müssen die Prospects noch am ehesten für die niederen Arbeiten zur Verfügung stehen. Ich habe es tatsächlich erlebt bei einigen Clubs, und jetzt nenne ich die Namen nicht, wir sind irgendwie auf ein Treffen gefahren und es kam vor, dass ich zum Beispiel gesagt habe, ich habe eine Reportage gemacht und dann ist es immer doof, wenn ich gleichzeitig selber mit dem Motorrad unterwegs bin, weil ich kann auf dem Motorrad die Fotoausrüstung, wir hatten ja damals noch eine echte Fotoausrüstung mit großen Kameras, Stativ und so weiter. Das war einfach schwierig, das alles auf dem Motorrad mitzunehmen, und dann kann man auch nicht immer sofort fotografieren. Da musst du Helm abnehmen, Handschuhe abziehen, und wenn irgendwas passiert, was du fotografieren willst, ist ungünstig, will heißen, ich habe dann oft bei den Clubs dann gefragt, habt ihr irgendjemanden, der mich fahren kann, wo ich im Auto mitfahren kann, und damit ich dann einfach während der Fahrt auch besser fotografieren kann, weil gerade diese On-the-Road-Fotos, wie die Jungs auf der Autobahn unterwegs wie sie an die Raststätte rein drauf fahren und so weiter, das sieht einfach, wenn man es vom Auto aus, kann man es auch gut fotografieren und so weiter. Und da habe ich es erlebt, dass ich das ist dann in der Regel ein Prospekt, der mich dann fährt, weil der Prospekt hat in der Regel dann auch den hinten den letzten Wagen zu fahren, wo das ganze Gepäck des Clubs eingeladen wird und so weiter. Und ich habe es erlebt, dass Prospekts gar nicht wussten, wo es hingeht. Die wurden einfach nur angerufen und so, dieses Wochenende fährst du wieder mit. Und ja, dann fuhr er wieder mit. Und der wusste wirklich nicht, wo die Fahrt hingeht. Ich wusste es. Hast du ihn denn eingeweiht? Das große Geheimnis. Ich muss jetzt echt gerade, ich habe es in dem Moment, wo ich es gesagt habe, echt überlegt, hatte ich es ihm gesagt oder nicht? Ich glaube, ich habe es ihm nicht gesagt, aber er hat mich umgekehrt auch gar nicht gefragt, weil das ist ja auch was du lernen musst, wenn du in die Szene einsteigst. Du darfst die Leute ja auch nicht zu schnell mit Fragen überfallen. Ich glaube, so viel hat er in seiner Laufbahn schon durchgemacht, dass ihm das schon eingetrichtert war, stell nicht zu schnell voreilig unkluge Fragen. Aber wenn, das ist doch eigentlich unklug, wenn der Prospekt tatsächlich die ganzen Klamotten, Gepäck und so weiter alles in seinem Wagen hat. So, und er muss hinterherfahren, er weiß aber nicht, wo es hingeht, und jetzt wird er aus Versehen abgehängt. Ja, er war jetzt ja nicht der Lumpensammler, der ist wirklich extra für mich damals als Reporter für die Reportage abbestellt worden. Will heißen, der Wagen, der das Gepäck hatte, der wurde noch von jemand anders gefahren. Vielleicht war da ein Prospekt drin, der schon ein bisschen mehr wusste. Auch da gibt es ja verschiedene Stufen. Sehr schön. Dieses AFA, ne? Also dieses Angel Forever. Richtig. Und so weiter. Das ist bei vielen ja tatsächlich so, ne? Dass die auch in ihrem Club, also nicht im Club beerdigt werden, aber als Mitglied dann auch versterben. Das ist der Idealfall, das funktioniert nicht immer so, aber auch das funktioniert bei Mönchen nicht immer so, da gibt es auch mal wieder welche, die aussteigen, aber im Großen und Ganzen ist das bei einem Club schon das Ideal, dass du ein Leben dabei bleibst. Dazu muss man sagen, gerade bei den Hells Angels, also zumindest bei den Rockern oder auch bei den Bandidos, überhaupt bei den großen Clubs, bei den alten Rockern, die wirklich die ganz normale klassische Laufbahn durchlaufen sind, die über Jahrzehnte ging, die haben alle eine Clubvergangenheit in anderen Clubs hinter sich. Mhm. Und in diesen Clubs ging man ja auch davon aus, dass man dort ein Leben bleiben würde. Also das ist, da kann man jetzt als Philosophen viel drüber diskutieren, wie ernst dieses Forever zu nehmen ist, weil umgekehrt ja genauso zur Laufbahn eines Rockers gehört, gerade bei den großen One-Percenter-Clubs, dass man eigentlich in der Regel zwei oder drei verschiedene Clubs vorher schon durchlaufen hat, um dann irgendwann einmal Bandido oder Hells Angel zu werden. Gut, und dann gibt es ja natürlich auch immer noch den Fall, also früher wurden ja auch Clubs mal von anderen Clubs dicht gemacht. Ja, das ist der Klassiker aus den 70er Jahren. Ne? Da kommt die Zeit her, dass man sich dann auch die Kutten gegenseitig genommen hat und die als Trophäe dann gehabt hat. Und das war dann eigentlich wie bei Pfadfindern. Das war so, das war so der Stil aus den 70er, 80er Jahren. Also diese Wegnahme der Kutte ist natürlich das wesentliche Spiel. Oder das sind die wesentlichen Regeln und die wesentlichen Pokal, ja, woanders würde man Pokale sammeln oder was auch immer. Die Kutte ist da eine Trophäe. Ich habe mal ein Telefongespräch miterlebt, da hat ein Sergeant Arms der Outlaws mit den Hells Angels telefoniert. Es ging um die Verhandlung. Die hatten sich gegenseitig Kutten abgenommen. Und die Verhandlung war da die. Der eine war die Kutte eines vollwertigen Members eines Supportclubs. Und die wurde dann ausgetauscht gegen die Kutte eines Prospects des Richtigen, des Großen, des Mutterclubs. Will heißen, da kannst du jetzt arithmetisch sozusagen, kannst du die Rechnung aufstellen. Es waren beides keine vollwertigen Member-Kutten.
sondern es war einmal die Kutte eines Anwärters eines großen Clubs und einmal die Kutte eines Unterstützers eines großen Clubs. Und die waren dann gewissermaßen gleich viel wert und so konnte man sich die aufrechnen und sich die und die wieder austauschen miteinander. Ohne Zuzahlung. Ohne Zuzahlung, das sollte, also das Gespräch ging dann so darum. Wie sie sich anschließend geeinigt haben, das habe ich nicht mitgekriegt. Aber da hat man zumindest dann auch gesehen, auch damals zu den heißesten Zeiten, auch die Clubs haben miteinander geredet gleichzeitig. Es gab immer rote Telefone, in denen man nochmal bitte telefoniert hat und verhandelt hat. Das kriegt natürlich kein Mensch mit. Das kriegt kein Mensch mit, das ist, ne, weil man immer sagt, also es ist ja auch diese berühmte Legende von diesem Schweigegebot der Clubs, was dann in der Regel in den Boulevardmedien der Umerta, so diesen mafiösen Strukturen und so weiter gleichgesetzt wird, dass man in den Clubs unter Schweigegebot stünde und nicht reden dürfte mit der Polizei nicht, mit gegnerischen Clubs nicht und so weiter. Gut, es gibt dann verschiedene Member, manche sind dann auch berechtigt zu reden, andere nicht, aber am Ende allesamt reden sie in irgendeiner Weise miteinander. Man hat mit der Polizei genauso geredet, wie man mit verfeindeten Clubs miteinander geredet hat. Und ein Schweigegebot gibt es eigentlich. Ein Schweigegebot unterschreibt jeder, der einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Da unterschreibt er auch, dass er nicht erzählen darf, was in seinem Betrieb passiert, dass er interner nicht ausplaudern darf. Also ich würde dieses Schweigegebot jetzt nicht zu hoch handeln und umgekehrt, es wurde ja sowieso nicht oder wird sowieso nicht ernst genommen. Man hat miteinander geredet. Rocker waren die ersten eigentlich, die Handys in der Hand hatten. Das war was Anfang der 90er Jahre, da waren Handys ja noch eine seltene Angelegenheit. Die ersten, bei denen ich wirklich Handys gesehen habe, wie sie mit System genutzt wurden, waren die von Rockern. Also, ja, da ist eine Vernetzung auch durchaus, da kann sehr, sehr wichtig richtig sein. Richtig, da war das auch immer sehr praktisch, gerade auf Touren und so weiter, weil man sich dann natürlich immer gegenseitig kurz schließen konnte, wo man gerade ist, wenn man sich abgehängt oder verloren hat oder sowas. Oder eben, wenn es darum geht, irgendwas zu regeln mit einem anderen Club, auch das wurde dann am Handy geklärt. Wenn man jetzt Vollmember ist, inwieweit vereinnahmt einen das gegenüber dem Rest des Lebens außerhalb des Rockertums? Also man kann ein Leben jenseits des Clublebens führen. Wenn du bei einem großen Clubmitglied bist, gehörst du schon ziemlich mit Haut und Haaren dazu, in jedem Fall. Aber es weiß auch jeder, dass der Mann auch arbeiten muss. Also er sollte natürlich nicht Polizist sein, dass sowas wird nicht vorkommen. Beim Verfassungsschutz. Oder beim Verfassungsschutz. Aber vielleicht waren sie es manchmal und die wussten es noch nicht. Sowas kann, gut, das ist jetzt noch eine nächste Geschichte mit den Aussteigern und so weiter. Und, grundsätzlich, seine Arbeit kann man nachgehen und auch bei den großen Clubs habe ich so viele Chapter und Charter erlebt, in denen allesamt einem ganz normalen bürgerlichen Beruf nachgingen und gearbeitet haben, sich aber am Wochenende miteinander getroffen haben, in ihren Clubhäusern ihr Leben als Club miteinander geführt haben. Das kann natürlich alles weitergehen. Das war ja was, woher auch wahrscheinlich diese Gebietsansprüche und so weiter herkommen, abgesehen davon, dass es ein ganz normales Pfadfindergesetz ist, dass man Gebietsansprüche erhebt. Aber warst du mal bei den Pfadfindern? Du hast sie eben schon. Ich war nicht bei den Pfadfindern, aber ich habe Freunde bei den Pfadfindern gehabt und die haben mir diese Sachen erzählt. Da hat man sich die Fähnchen dann immer geraubt und entweiht und da mussten sie wieder neu geweiht werden. Das verhält sich mit Kutten nicht viel anders. Fähnlein Fieselschweif. Richtig, Fähnlein Fieselschweif. Wo waren wir jetzt aber stehen geblieben bei den Clubs und den Gebietsansprüchen? Ja, lass uns die Gebietsansprüche mal fassen. Was richtig. Ist das? Gebietsanspruch gilt natürlich im Wesentlichen für große Clubs und dann auch für Gegenden, die in irgendeiner Weise für große Clubs interessant sind. Will heißen, die gelten dann für große Städte. Also da ist es dann schon wichtig, ne, wer hat welchen Städtenamen hinten drauf und das ist dann schon was, womit man renommieren kann und wo dann klar ist, hier sollten andere Clubs sich diesen Städtenamen nicht zulegen oder man spricht es vorher ab. Wir hatten dieses berühmte Phänomen in West-Berlin, ne, die großen vier großen Clubs, es gab in Berlin vier Rückenabzeichen tragende Clubs und die haben allesamt auch gemeinsam dafür gesorgt, dass kein fünfter Club dazukommt. Und das gibt's überall. Und das sind die im weiteren Sinne die Gebietsansprüche gewesen. Man kann sie ein bisschen auch dadurch erklären,
ich sagte es ja schon, man muss nicht unbedingt einem bürgerlichen Beruf nachgehen. Damals fing das ja an, dass die alle irgendwie auch geschaut haben, dass sie einen Job haben, der irgendwie in der Motorradszene auch was zu tun hat. Man hat eine Motorradwerkstatt aufgemacht oder ein Tätowierladen oder eine Kneipe oder eben Puff, ist ja nicht verboten, kann man auch aufmachen. Mhm. Und das hängt natürlich miteinander zusammen, ne? Also, dass man dann gewissermaßen auch abgesichert hat als Tätowierer, dass hier kein anderer auf die Idee kommt, auch noch einen Tätowierladen aufzumachen. Das sind Sachen, die man in den 70er oder 80er Jahren angefangen hat. Das sind aber alles Sachen, die bereits in den 90er Jahren aufgeflogen sind. Also diese ganzen Räuberpistolen, diese Geschichten, in denen man dann so andere Kneipen klein gehauen hat, Schutzgeld erpresst hat und so weiter, das sind alles wesentlich Sachen gewesen, die Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre liefen. Und in der Zeit ist die Polizei auch zum ersten Mal auf die Clubs aufmerksam geworden und fing an, das zu verfolgen. Und da sind die Clubs oder die Mitglieder dieser ersten Generation eigentlich allesamt aufgeflogen. Die haben alle ihre Knastvergangenheit hinter sich und die meisten haben auch in dieser Knastvergangenheit gelernt. Also die haben das anschließend nicht nochmal gemacht. Und da kommt es immer noch her, dass man sagt, bei den Rockern würde es auch um Geschäfte gehen. Natürlich geht es auch um Geschäfte. In der Subkultur geht es irgendwie auch immer um Geschäfte. Aber es kommt von daher, das ist wirklich in den 80er, 90er Jahren über die Stränge geschlagen. Und das schleppt sich irgendwie immer noch so mit. Der Geruch ist immer noch da. Geruch, obwohl es sich ja eigentlich so mehr oder minder mehr als beruhigt hat. Dieser Geruch ist immer noch da. Und natürlich werden auch heutzutage, es ist nun mal so, du findest ja auch durchaus auch Zuhälter und Luden in den Rockerclubs und die haben Puffs und so weiter. Aber also fast in allen Städten, die ich kenne, gibt es auch andere Puffs. Also die nicht irgendwie jemandem gehören, der zu dem Club gehört oder so. Also das funktioniert sowieso nicht, dass man sowas mit Systemen durchsetzen kann. Also so durchsetzen kann, jedenfalls wie es in den Boulevardmedien immer erzählt wird. Denn da ist die Staatsanwaltschaft schon ganz, ganz schnell dahinterher und greift das ganz schnell auf. Nochmal zu den Gebietsansprüchen. Was bedeutet es jetzt aber konkret? Wenn ich sage, also hier mein Gebiet ist jetzt, also ich mache jetzt hier die Kai's Angels auf, ich beanspruche Hamburg. Was heißt das? Darf dann in Hamburg kein anderer Club mehr sich niederlassen oder sein? Also es hätte sich dann damals kein anderer Club niederlassen dürfen. Wir reden jetzt ja wesentlich von der Vergangenheit. Das hat sich ja alles im Zuge dieses sogenannten Rockerkrieges alles auch so ein bisschen gewandelt. Da ließ es sich ja nicht vermeiden, dass es Bandidos und Hells Angels Chapter und Charter in einer Stadt gab. Und die konnten sich nicht aus dem Weg räumen. So einfach war das auch nicht. Also mit anderen Worten, sie bestanden dann da. Tatsächlich, du als Kai Angel gewissermaßen würdest dann dafür sorgen, dass sich kein anderer Club in deiner Stadt gründet. Und das kannst du so weit treiben, oder man konnte es auch so weit treiben, dass du dann auch dafür gesorgt hättest, dass niemand mit Rückenabzeichen von einem anderen Club durch deine Stadt fährt. Mhm. Auch das wäre dann schon sträflich gewesen und du hättest es wäre dein Job gewesen, das zu verfolgen und das zu verhindern und zu schauen, wenn du auf der, ne, wenn du hier über die Hammerbruckstraße fährst und da fährt der Michael Angels Angel entlang und trägt auch eine Kutte mit einem anderen Abzeichen, dann müsstest du dann den mal anhalten und ihm sagen, so Junge, mal jetzt, wie schnell ich dich von deinem Hocker runter. Du legst jetzt mal die Kutte ab, so fährst du hier nicht durch die Gegend. Hm? Die hätten sich dann alle bei dir anmelden müssen und klären, ne, dann sind sie dein Gast und dann sind sie eingeladen und dann können sie auch unter Abzeichen zu dir fahren. Wir hatten das Thema hier in Hamburg, das war ja was 83 sind die Hamburger Angels Wir haben die Hamburger Hells Angels, richtig, 83, die 83 in Hamburg verboten wurden. Wir hatten Ende der 90er Jahre die Hamburger Harley Days. Die wurden damals ins Leben gerufen, ich glaube 98, 99 und so weiter. Und tatsächlich hat damals der Chefmanager oder einer der Manager von Harley Davidson bei mir angerufen und wollte mit mir absprechen, wie wir das in der Bikers News mal klären können, dass hier in Hamburg nicht die falschen Leute mit den falschen Rückenabzeichen auftreten. Sonst könnte es möglicherweise auf ihrer Veranstaltung unschön werden und das wollte Harley Davidson sich auch nicht leisten. War es so entsinnig, das richtig, dass die Hamburger Engel gesagt haben, wenn wir hier schon nicht mehr mit Kutte fahren dürfen, denn dafür sind Hamburg auch kein anderer. So oder? War dann die Logik, das war die Terminologie, auf die wir uns geeinigt hatten, dass wir auch in der Bikers News nochmal erklären, wir hatten es glaube ich damals im Interview geklärt, dass es was mit dem Respekt vor den anderen Clubs zu tun hat, die dann hier in Hamburg auch noch verboten sind, dass schlichtweg hier in Hamburg gar kein Rückenabzeichen getragen wird. Das haben auch bis zum letzten Tag auf den Hamburg Holidays, also bis heute immer alle eingehalten. Du siehst tatsächlich auf den Hamburg Holidays gar keine Rückenabzeichen.
Und wenn du welche siehst, dann sind die entweder von der Harley Owners Group, von Hoggies, das ist gewissermaßen der Harley-eigene Club. Ist ja kein MC. Ne? Der ist kein MC, aber offensichtlich wollen die gerne so aussehen, als wären sie welche, sonst würden sie dieses Rückenabzeichen nicht tragen. Und wer dann ansonsten noch irgendwie Rückenabzeichen drauf hat, ist offensichtlich nicht wichtig genug, um unter diese Regelung zu fallen, in der man sich darauf geeinigt hat, in Hamburg werden gar keine Rückenabzeichen getragen. Ich meine, ich habe immer mal auch so, soweit ich mich entsinne, so aus Schweden mal irgendwelche Colors gesehen. Das kann natürlich passieren, ja, dass im Ausland. Dass sie das einfach nicht wussten. Ja, richtig, ja. Weil sie es nicht wissen, das passiert dann sowieso. Also das kommt dann auch alles noch dazu. Und es gibt ja niemanden, wo kein Kläger ist, kein Richter. Also es ist ja nicht ständig irgendjemand unterwegs, der das überwacht. Mit anderen Worten, sowas passiert eben einfach. Und kein Gesetz und keine Regel ohne Ausnahme. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie dann gleich vom Moped geschossen werden. Und den hätten sie dann auch nicht vom Moped geschossen. Ne? Viele Clubs haben dann wirklich so auch, ich habe es erlebt bei den Outlaws zum Beispiel, dann, wenn irgendjemand da ein falsches Supporter-Shirt getragen hat, dann ging einer von denen auf den zu. Und hatte ihm noch ein Outlaw-Supporter-Shirt gegeben, hat gemeint, hier, leg mal das Shirt ab, dafür kriegst du meins. Das ist diplomatisch, ja. Das ist natürlich eine sehr elegante und sehr ritterliche Lösung, hat nicht immer so funktioniert, aber ich denke, ab einer gewissen Menge von Symbolen oder ab einer gewissen Gewichtigkeit der Symbole, die man trägt, sollte man auch wissen, was man tut. Und wo, in welche Szene man sich da hineinbegibt. Und dann sollte man eben auch wirklich darauf achten und die Regeln einhalten. Wenn man schon sagt, dass man irgendwie dazugehören will und in dieser Szene mitmachen will, dann sollte man auch die Regeln einhalten. Ja, man muss sich benehmen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist, dass sich benehmen können. Ne? Früher musste man in anderen Szenen musste man eine Krawatte tragen. Das gehörte auch zum Benehmen dazu. Und wer es nicht gemacht hat, der kam in die Gemeinschaft nicht rein. Ja, ich habe auch von vielen gehört, dass ein Clubmember mit seinem Color allein unterwegs war, in irgendeiner Kneipe eine Schlägerei angefangen hat, kam wieder in seinen Club, die wussten das, haben das gehört und dann hat der von seinem Club erstmal eine. So was passiert auch, ne? Richtig. Man da, also in dieser Gemeinschaft gehört es, also da ist man, da ist nicht alles erlaubt und an solche Sachen muss man sich halten. Was gibt es noch an wichtigen Dingen, die der gemeine Deutsche über Rocker eigentlich nicht weiß? Ja, oder anders in der Boulevardpresse erzählt bekommt, als es ist. Gibt es da noch was Wichtiges? Oh, da sind so viele Legenden. Was mich immer wieder am meisten genervt hat, ist immer dieses Thema der Unterwanderung durch Nazis oder der Rechtslastigkeit oder dass Rocker irgendwie auch Nazis wären. Aha. Da habe ich mich persönlich immer ziemlich geärgert. Weil es waren in der Regel dann, also das passierte auch so um die Jahrtausendwende, wo das so allmählich anfing, es waren meistens weibliche Reporter, ne? Also Reporterinnen oder Redakteurinnen, die dann anriefen und meinten, sie hätten irgendwas gehört und da müssten es Nazis. Also da fing das so an mit Verschwörungstheorien und Erwanderungstheorien und so weiter, die eben nicht von das waren ja Verschwörungstheorien gewissermaßen von oben, die von den Medien oder von der Politik kamen. Dieser Gedanke, dass Rockerclubs von Nazis unterwandert wären, das kann ja schnell passieren. Also in den USA ist das ja... Den Fall hatten wir auch. Richtig. Ja, ja, ja. In den USA ist das ja in den USA ist man ja bei diesem Thema sowieso unbefangener. Ja, weil die es gar nicht wissen, mal ganz ehrlich. Gut, aber ich werde es trotzdem sagen und es muss ausgesprochen werden. In den USA fährt eigentlich jeder One-Percenter oder jeder Patchholder, hat in der Regel irgendwo auch noch SS-Runen oder ein Hakenkreuz oder sowas auf der Kutte oder hat es tätowiert und so weiter. Die denken sich nichts dabei. Das ist schick. Die denken sich nicht viel dabei. Ne? Wir kennen diese schönen Filme, diese B-Movies Ende der 60er Jahre. Peter Fonda trägt auch ein Hakenkreuz zum Beispiel. Oder nee, ist es ein Hakenkreuz? Ist, glaube ich, ein Eisern. Kreuz, da sind die Übergänge auch wieder fließend. Aber ich glaube, es war sogar tatsächlich ein Hakenkreuz, was er getragen hat. KISS haben mit den SS-Runen. KISS haben ihre SS-Runen haben. Ne? In den Ländern ist man da sowieso sehr unbefangen und bei Rockern gehört das ohnehin sowieso dazu, weil das da einfach, meine Güte, die haben immer so eine Affinität zu allem Teutonischen gehabt. Und das ist für die einfach schlichtweg besonders cool gewesen. Vielleicht haben sie es auch als Trophäen definiert. Wir hatten es tatsächlich mal den Fall, da kam der Staatsschutz zu uns mit dem dicken Katalog eines Wettbewerbers. Ach nee, habt ihr das auch mal gehabt? Und hat uns gefragt, ob wir was über dieses Unternehmen irgendwie genauer wissen würden, wie die ticken und so weiter, ob es dort rechte Tendenzen gäbe. Und ich so,
wie seid ihr denn drauf? Ne? Und Begründung hat er uns dann in dem Katalog auch gezeigt. Mhm. Die hatten nämlich ihre Fotos für ihre Klamotten in den USA geschossen. Mhm. Und ein Model trug nun einen Siegelring mit einem Hakenkreuz drauf. Das hat dann oft genug der Fotograf selber nicht gesehen. Der Redakteur ist altersfehlsichtig, hat es auch nicht gesehen. Richtig. Und dann rutscht sowas durch. Ja, und schon geht die deutsche Maschinerie los. Das habe ich mit der Bikers News auch mehrfach erlebt. Ne? Gerade bei Fotos aus den USA musste ich immer verdammt vorsichtig sein. Und es war tatsächlich so, da merkte ich, dass ich in meinem Alter allmählich eine Lesebrille brauchte. Ich habe nämlich tatsächlich bei einem Foto von einem Biker aus den USA übersehen, dass der am Revers seiner Weste noch so ein Parteiabzeichen gehabt hat mit einem Hakenkreuz. Das war wirklich so klein, dass man es auf dem Foto gerade erkennen konnte, wenn man sich eine Brille aufgesetzt hat. Ich habe es nicht gesehen und prompt habe ich den Startschutz an der Backe gehabt. Geht ganz fix. Finde ich in der Richtung aber auch eigentlich nicht verkehrt. Jein, ich weiß nicht. Ich denke, man könnte da inzwischen schon ein bisschen entspannter mit umgehen. Ist jetzt wirklich ein politisches Thema, da sollten wir uns jetzt vielleicht nicht versteigen. Ich fand es teilweise lächerlich, was mir dann passiert ist. Wir hatten Comics, wo unser Comiczeichner hat einen Polizisten gezeichnet und der Polizist hat auf der Schirmmütze Reflexionen gehabt. Ne? Du hast ja so eine spiegelnde Schirmmütze und da sind so Reflexionen drauf. Die hat er dann blitzmäßig gezeichnet, sahen tatsächlich aus wie SS-Runen. Mhm. Aber diese Reflexion in dieser Form der SS-Runen hat er immer, ich habe dann mal verglichen mit den anderen Zeichnungen, wenn er irgendwas gezeichnet hat, was kein Polizist war oder überhaupt irgendwas, wo sich irgendwas drin spiegelt. Das war aber tatsächlich immer so wie so, ja, er hat es blitzförmig gemeint oder verstanden tatsächlich, aber man konnte es ausdeuten als SS-Rune. Ha, geheime Botschaften, das hat er noch nie bemerkt. Obendrein kriegte in dem Comic auch noch jemand irgendwie eins auf den Kopf gehauen. Und das nächste Bild war, wie er dann so halt so ein bisschen beduselt ist und statt der Pupillen hat er zwei 8-Balls, also zwei Kugeln mit den Zahlen, ne, schwarze Kugeln mit der Zahl 8 in den Augen gehabt. Das waren beides Gründe, dass der Startschutz, dass ich ein Verfahren vom Startschutz an der Backe hatte, einmal 8-8, ne, das könnte man doch auch ausdeuten als HH, Heil Hitler und dann diese SS-Runen auf der Polizistenschirmmütze und ich sollte doch mal erklären, wie das zu verstehen ist. Ja, das ist vielleicht dann wirklich übertrieben. Gut. Jetzt auch wenn jemand weiß, dass das amerikanische Fotos sind, wo das ja wirklich so lax gehandhabt wird. Eben. Weil viele glauben wirklich noch, hier herrscht noch ein Adolf Hitler und wir essen von morgens bis abends nur Leberwurst. Die fragen uns immer noch nach der Gestapo, wie das so wäre, mit der Gestapo zu leben hier, ja. Also wenn man es weiß, dann muss man nicht weiter drüber nachdenken. Aber wenn man die Quelle nicht kennt und da kann ich es verstehen, dass man mal nachprüft. Das mit dem Comic ist natürlich albern. Da ist vieles albern und wie gesagt, da entwickeln sich in so einem Klima, entwickeln sich dann natürlich auch diese Verschwörungstheorien und ne, also diese Idee, dass die Rockerszene und die deutsche Rockerszene von Nazis unterwandert wäre. Ich meine, hier die deutschen Rocker achten schon drauf, was sie tragen und was sie nicht tragen. Wir haben natürlich gleichzeitig gerade beim Gremium MC oder bei den Freeware Riders, die sich ja als auch originär als deutsche Clubs verstehen, haben wir darüber hinaus auch noch eine Affinität zu gewissen deutschen militärischen Symbolen, das Eiserne Kreuz und so weiter. Aber das ist ja nichts Verbotenes, ne? was sie dann in ihren Abzeichen haben. Sowas finden wir hier, das gehört einfach auch hier zur Subkultur. Weil sie sich aus den USA abgeschaut haben, zum anderen, weil sie eben doch auch mit ihrer deutschen Vergangenheit ein bisschen hausieren gehen wollen. Damit sind die noch lange nicht zwingend Nazis. Aber so einmal im Jahr hatte das dann in irgendeiner Zeitung, irgendein Redakteur dann hatte dann befunden, das ist jetzt aber sehr verdächtig und das können jetzt ja, wo die Rocker sowieso schon mal böse sind, dann müssen sie ja obendrein auch noch Nazis sein und ich sollte denen das doch mal erklären, beziehungsweise am liebsten auch noch bestätigen, weil Nachrichten sind ja immer nur dann gut, wenn sie böse sind. Also es muss nur dann machst du Auflage. Ne, es muss eine böse Nachricht sein. Will heißen, die Nachricht, dass die Rocker gar keine Nazis sind, das wäre keine Nachricht gewesen. Aber wenn man so eine Meldung hat, dass sie welche sind, dann ist das eine Nachricht und sowas hat sich dann immer sehr schnell verselbstständigt. Tja, so ist es leider. Da war mir gerade noch was eingefallen, jetzt habe ich es aber schon wieder vergessen. Nein, mach weiter, wenn du noch was hast. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Wenn ich noch was, also du lässt mich hier so ganz einfach von, als wäre ich der Gesprächsführer und dürfte jetzt hier vom Leder ziehen, aber tue ich gerne. Genau, so ist es auch. Du bist hier extra aus Mannheim nach Hamburg gekommen.
Ja. Da musst du auch ein bisschen was sagen dürfen, weil du bist ja auch heute hier der Experte. Aber ich habe gerade aus der Regie ein Sign bekommen, wenn wir jetzt nichts Wahnsinniges mehr haben, dann sollten wir langsam mal die Tüte zumachen. Vielleicht dürfte ich dann als Schlusswort zumindest sagen, doch, dann lass mich dieses sagen, frauenfeindlich sind Rocker auch nicht. Nö, da habe ich in der Buch hier auch den einen oder anderen Satz, amüsanten Satz gelesen, aber das sparen wir uns dann für den nächsten Teil auf. Okay, gerne. Alles klar. Ich kann jetzt leider nicht sagen, schreibt, wenn ihr Fragen habt, das unten drunter, das beantworten wir im zweiten Teil, weil den drehen wir nämlich direkt im Anschluss, deswegen wird das leider nicht möglich sein. Ich hoffe, ihr wisst jetzt so ein bisschen mehr, ein bisschen besseres Gefühl, und dass das nicht nur böse Onkel sind und so wird, die bösen Rocker ist. In Teil 2 geht es, wie schon angekündigt, so ein bisschen um den tatsächlichen Rockerkrieg. Und was ist das eigentlich genau? Weil das hat der Michael nämlich ganz schön aufgedröselt. Und dann kommen wir nämlich auch so ein bisschen mal auf das eine oder andere aus deinem Buch. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Du bleibst noch hier, wenn wir es noch weitermachen. Ich bleibe hier. Darfst auch ganz viel reden noch. Danke. Ciao. Ciao. The river